Für die Verhältnisse hier in unseren Landen hat es die vergangenen zwei Tage richtig viel geschneit. Und die ganze Landschaft ist in wundervolles Weiß getaucht. Selbst so manches Vögelchen scheint es von seinem hohen Sitzplatz aus zu bewundern. Was mich immer wundert, ist, mit welch gelassener Ruhe diese Tiere hier direkt neben der Autobahn aushalten. Das bei dem Krach und den Abgasen hier. Sonntagmittag. Es sind Massen an Menschen unterwegs. Sonnenschein, Minusgrade, frostig kalt. Aber so viele Menschen, dass die Wege schon richtig glatt getreten sind. Oder gefahren von allem möglichen Kram. Das ist zum Verrücktwerden. Die Tiere flüchten schon. Kanäle übervoll. Leichte Frostdecke auf den Kanälen. Und alles richtig schön eingeschneit. Naja, gegen Bayerischen Wald und so ist das nix, aber sieht trotzdem schön aus. Wenn es nicht diese laute Autobahn ist, die die Tiere vertreibt, dann sind es leider die Leute, wie sich ja nachher noch herausstellen wird. Am Futterplatz angekommen, stelle ich sofort fest, dass hinter dem Zaun auf der Weide tiefe Fußstapfen im Schnee sind, dass also hier Leute über den Zaun geklettert und über die Wiesen bzw. Weiden gelaufen sein müssen. Entsprechend verhalten ist heute auch der Zulauf an der Futterstelle. Ich dachte immer, es ist allgemein bekannt, dass ein Zaun im Prinzip die Aussage trifft, dass halt dieses Gelände eben nicht für jedermann zugänglich ist. Zumal es hier im Gelände wirklich genug Wege gibt, die auch gut begehbar sind und die im Prinzip alle Leute nutzen. Und das ist ja auch okay so. Vielleicht hört man es ja im Hintergrund vom Videoton, dass gerade im Hintergrund eine Hundepfeife zu hören ist. Und genau dieser Hund stürmt natürlich jetzt auch in dem Moment gleich die Futterstelle. Ich habe das allerdings nicht mitgefilmt, denn viel Glück hatte der Hund bei seiner Jagd nicht. Es ist nur immer sehr schade, weil das Futter hier ja natürlich nicht dafür gedacht ist, Hunde zu füttern. Ich denke mal, die Besitzer der Hunde haben genug, um ihren Hund zu Hause satt zu kriegen. Um was es mir heute wirklich hauptsächlich geht, ist zu zeigen, wie egoistisch manche Leute sind und wie aggressiv sie werden, wenn man sie darauf hinweist. Sie haben offenbar weder Respekt vor dem Eigentum anderer Leute noch vor der Sensibilität der Tiere hier draußen in der Natur. Dass die gerade jetzt im Winter die Hilfe unserer Futterstellen wirklich dringend brauchen, ist ihnen egal. Die öffentlichen Wege, die alle anderen auch benutzen, sind für sie einfach nicht gut genug. Sie sind eben so etwas Besonderes, dass sie immer eine Ausnahme benötigen. Die Fußstapfen im Schnee auf der Weide haben mich schon achtsam werden lassen, als ich sie entdeckt hatte. Wenn der Bauer seine Weiden inspiziert, dann steigt er dabei nicht über den Zaun, sondern kommt durchs Tor. Leider blieb es mir an diesem Tag nicht erspart, mit den Leuten, zu denen diese Fußstapfen gehörten, eine sehr unangenehme Bekanntschaft zu machen. Sie kamen nämlich just dann, als ich dort gesessen und gefilmt habe, um wieder über den Zaun zu steigen und, ich spreche die Gänsefüßchen, spazieren gehen zu wollen. Musik
Als ich sie darauf ansprach, dass das Gelände hier doch aber eingezäunt sei und sie bat, doch jetzt bitte hier nicht lang zu gehen, weil ich gerade die Futterstelle frisch befüllt hätte, erntete ich Achselzucken und mir wurde gedroht, dass meine Kamera die Situation nicht überleben würde, wagte ich es, sie einzuschalten. Natürlich lief die Kamera noch, ich habe ja die ganze Zeit gefilmt und die Leute sind mir buchstäblich ins Bild gelaufen. Aus rechtlichen Gründen muss ich natürlich davon Abstand nehmen, hier die ganze Szenerie zu zeigen, was ich auch nicht wollte. Ich will ja nur darauf hinweisen, dass es solche Egomanen wirklich gibt. So zeige ich hier Bilder, auf denen man die Personen nicht erkennen kann und habe auch noch Text darüber gelegt, um jede Möglichkeit auszuschalten, dass die Personen sich beschweren können über diese Bilder. Aber zum Glück lief die Kamera und zum Glück habe ich diese Bilder. Besonders der Mann der beiden war derart aggressiv zu mir, dass er mir so nahe gekommen ist, dass nur noch ein paar Zentimeter zwischen seinen und meinem Gesicht übrig geblieben sind. Das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern, das gerade gesetzlich verordnet ist, das galt natürlich für seine Ausnahmepersönlichkeit auch nicht. Nach dieser unschönen Szenerie trauen sich natürlich nur noch die mutigsten Vögel hierher. Es ist wirklich wenig los für die Verhältnisse sonst. Es dauert auch nicht lang, bis Kinder auftauchen, die die Weide hier als Rodelbahn benutzen. Auch hier versuche ich natürlich, die Kinder nicht zu zeigen, sondern es geht mir eher um die Geräuschkulisse. Das Geschrei verängstigt den kleinen Kleiber hier direkt über mir im Baum total. Nicht nur, dass ich jetzt Frust im Bauch habe, für die Tiere ist das Futter heute rettungslos verloren. Nur ganz wenige versuchen es immer noch mal, sich ein Stückchen zu ergattern. Gerade bei diesen Wetterverhältnissen würden sie es gut gebrauchen können, aber bei diesen Aktivitäten rundherum kommt so gut wie kein Tier raus. Ein paar ganz mutige, wahrscheinlich die frechsten Krähen starten einen Blitzzugriff auf das übrig gebliebene Futter und holen sich noch ganz schnell, was sie gerade zu fassen kriegen können. Aber kaum, dass das Geschrei wieder zu hören ist, ergreifen selbst sie die Flucht. Ich bin, ehrlich gesagt, nicht nur frustriert, sondern regelrecht schockiert über das, was ich heute erlebt habe. Schockiert darüber, miterleben zu müssen, live und in Farbe, wie egoistisch wir Menschen uns in der Natur bewegen. Dermaßen rücksichtslos und selbstgefällig, ich kann es einfach nicht fassen. Und den meisten ist es noch nicht einmal bewusst. Die machen das nicht mit Absicht. Wir sind einfach so. Tapfer versuchen es einige Krähen immer wieder, sich doch noch ein paar Stücke zu ergattern und fliegen noch einmal zur Futterstelle. Aber sie kommen auch ganz schnell wieder zurück. Ich jedenfalls habe für heute beschlossen, Schluss zu machen und bin auf dem Heimweg. Für mich ist der Schnee und das schöne Wetter kein Genuss mehr heute. Den Sonntag, den 31. Januar 2021, werde ich so schnell nicht vergessen. Das hat in mir eine Phase eingeleitet, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob sich meine Tätigkeit hier überhaupt noch lohnt und ob die Menschen einen solchen Einsatz überhaupt verdient haben. Am Ende habe ich dann beschlossen, den ganzen Massen an Menschen möglichst aus dem Weg zu gehen und zu Zeiten zur Futterstelle zu kommen, wo noch nicht so viele unterwegs sind. Ich will uns alle noch nicht ganz aufgeben und hoffe immer noch auf Besserung. Es geht also weiter und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und ich bedanke mich für das Interesse und fürs Zuschauen. Bis bald!